Gesetzestheorie. Auf jeden Fall, damit hat Wolli hier vorne höhere Produktionsaufkommen, was ihn auf jeden Fall besser gestaltet. Und ein neuer Job jetzt hier vorne, Braddock incoming. Hier oben währenddessen der Overlord dabei, die Expansion zu versiegeln mit dem Creep. Und da kommt jetzt hier auf jeden Fall der Go rein. Und der dritten Teil der Marines und wieder so Focus Fire auf die einzelnen Queens. Aber keine Chance jetzt hier. Da ist noch Medivac dabei, wird aber auf jeden Fall sterben. Und keine Chance jetzt hier gerade für die Einheiten in vorne Roxas Braddock. Und dieser muss langsam überlegen, dass er expandiert. Er hat jetzt hier, wie gesagt, kaum noch Minerals in der Line. Und gerade hier beginnt auch jetzt sozusagen das volle Harvest. Und er müsste überlegen, hier Expansion hier zu nehmen. Und das muss er einfach langsam machen. Und dann macht das genau richtig. Ist dabei, weitere Tanks zu bauen. Währenddessen ist einfach mal Heart Attack gerade bei dem Zerg-Spieler in Auftrag gegeben. Also viel Schadensabwehr gerade jetzt hier. Pathogen Lance wird fertig. Die ersten Infester werden Auftrag gegeben. Weitere Banelinge morphen rein. Dazu kommt, dass gerade jetzt das 2-Upgrade für die Terraner fertig wird. Und wir können auch gerade sehen, er baut schon bereits jetzt hier ein Command Center. Und das könnte das sein, was ich geschrieben habe. Er könnte hier droppen und einfach in Ruhe die Expansion hochziehen. Weitere Schadensabwehr, aber auch jetzt hier für den Terraner. Und zwar möchte er auf jeden Fall die Tanks verstärken. Er braucht Tanks, die ist auch gerade jetzt hier in Produktion, um einfach dann nachher die Expansion zu sichern. Aber der Zerg-Spieler hat auf jeden Fall gerade Eier. Geht hier auf die Gold-Expansion und ich bin mir nicht sicher, Braddock hat auf jeden Fall von der Expansion hier eine Ahnung, aber hat auf jeden Fall keine Ahnung von der Gold-Expansion hier. Und da muss er einfach auch hier in die Banelinge reingekommen, viel Schaden gemacht, aber die Zerglinge hatten keine Grundchance, Tanks waren in Position, haben sofort die Orkreis kaputt gemacht, die Mutalisten müssen sich erstmal zurückziehen jetzt hier. Und erneut auf jeden Fall der Schaden für den Zerg-Spieler mit 2400 Minerals ist er im Nachteil. 3er Schadensupgrade für die Marines in Auftrag, um dazu das 2er für die Tanks und Tor. Neue Banelinge, Fester und Zerglinge in Auftrag und ich bin gespannt, dort will er auf jeden Fall die Expansion jetzt runtergehen lassen. Und ich bin gespannt, ob er scouten wird. Könnte er runtergehen? Der Zerg hier auf jeden Fall in Position. Infester sind dabei und zwar 2 an der Zahl. Und das könnte übel werden. 2-2 Upgrade jetzt hier für den Zerg in Auftrag gegeben. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er braucht es auch. Hive-Tag jetzt gerade hier dabei. Und ich bin gespannt, wird er scouten? Er hat bisher, glaube ich, keine eine runtergeschickt. Hier auch der Zenara Watchtower gut gehalten von dem Zerg. Und da kommt jetzt wieder Go rein. Und die Tanks machen einen guten Schaden hinten. Aber die Mutanten kommen rein. Machen sie Magic Box. Die Bane-Dinge machen eine gute Arbeit hier am Tor, können ihn aber nicht down kriegen. Jetzt haben wir hier die Feste dabei, kaum was machen können, hat Fangel überhaupt down, aber nicht so viel Schaden gemacht, wie er gerne machen wollte. Und gerade jetzt hier auf jeden Fall Braddock als Gewinner aus dem Kampf hervorgegangen. Und von ihm nochmal Fangel laufen, das könnte auf jeden Fall viel Schaden machen mit dem Stim, sehr schön. Kann er noch Fangel drauflegen, er hat noch Fangel, oh, so viel Schaden, die Marines haben kaum eine Chance gerade jetzt hier zu überleben. 3 AP für sie, und da kommen die Mutalisten an und klären den Rest hier ab gerade. Und auch diese einzelnen Medivacs haben keine Chance. Tank wird rausgesnipt, neue Marines im Endeffekt nachkommen jetzt hier. Der Tank auch in guter Position ist hier dabei. 2-2 Upgrade gerade jetzt fertig geworden für die Linge und Bane-Linge. High-Tank bei über 75%. Und gerade jetzt begibt sich der Terraner in die Position, die er haben möchte. Und zwar kann er jetzt tanken. Er kann ohne Probleme jetzt hier mit den Siege-Tanks hier die Position halten. Und das braucht er auch. Er hat also, wie gesagt, jetzt einen Vorteil. Ist auch mit den Upgrades gut dabei. Er zwar keine Panzerung, aber dafür direkt Schaden-Upgrade. Und dann machen die Tanks noch mehr Damage. Und er ist kurz davor, an die Headtree zu kommen mit seinen einzelnen Tanks. Neue Bane-Linge morphen rein. Jetzt hier auf jeden Fall der Go auf die, auf dem Missile Turret hier. Aber keine Chance hier. Die Mutalisten versuchen etwas Harassment zu starten. Hier oben immer noch der Overlord dabei, die Expansion zu versiegeln. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall nochmal eine gute Position von dem Terraner. Und das macht er ganz, ganz clever. Er wartet einfach jetzt ab. Er weiß genau, er ist in besserer Position. Kann auf jeden Fall gerade jetzt einfach nur in Ruhe vor sich hinbauen. Produziert Einheiten nach, wie so wie Double Tank, sind hier viele Marines im Auftrag, aber auch der Zerg-Spieler ist dabei, gerade jetzt hier seine Produktion so stark anzugehen. Wir haben jetzt einfach mal 50 Supply-Vorteil für den Zerg-Spieler in diesem Moment, aber auch das Income-Cap verrät, dass er aber gerade jetzt so immens im Vorteil ist. Das heißt aber nicht, dass er bei Units nicht im Nachteil ist. Und zwar sieht man hier 2.900 Minutes mehr verloren, fast 3.000 Minutes gerade hier einfach mal komplett wasted. Und jetzt hier auf jeden Fall der Go und er versucht jetzt hier die Reinforcements des Terraners zu unterbrechen und das macht er gerade sehr geschickt hier. Versucht reinzugehen, snipe einzelne Marines raus, die haben keine Chance gerade jetzt gegen 3er Panzerabwehr und Greater Spire. Und der Greater Spire ist eine ganz wichtige Go jetzt hier für den Zerg. Er braucht auf jeden Fall eine Range Unit, die mit den Tanks spielend fertig wird. Dazu kommt, dass die Brutlinge auf jeden Fall auch den Upgrade kriegen von den Scharen und den Nahkampf. Und da kommen jetzt hier die einzelnen Tanks. Oh, der Fangeldorf hat gesessen. So übel. Kommt nochmal der Fangeldorf. Oh, meine Fresse, wie viel er gerade gestorben ist. Und der Marine hat nochmal einen einzelnen Fangeldorf bekommen. Also die Fangeldorf haben gerade sehr viel Schaden angerichtet. Also die Marines auf jeden Fall da richtig übel dabei. Ultralistenhöhle wird dazu noch geschickt. Wir haben 30 Linge hier in Auftrag, aber auch noch Drones. Und das heißt auch, dass weiterhin hier beide Spiele auf Eco-Line gehen. Und da kommt jetzt hier der Go auf die Gold-Expansion. Denn ich denke, Braddock hat hier auf jeden Fall eine Vermutung, was hier gerade Phase ist. Und das wird ihn gerade nicht freuen, was er sehen wird. Und da sieht er auf jeden Fall, scheiße, er hat die Gold. Geht direkt jetzt hier auf die Gold. Ah, oh, da kommt der Ball vom Mutalisten an und da hat er keine Chance hier.
Hanna wurde komplett zerlegt. Wir haben jetzt hier eine weitere Hatchery für den Zerg-Spieler. Und zwar hier. Und das ist Triple Hatchery. Und Body hat damit so viel Larven hier. So viel Banelings gerade dabei. Adrenal Glands, Tracklinge sind damit im Auftrag. 3-3 dabei. Wir haben die Ultralistenhöhle, die gleich fertiggestellt wird. Also bald kann er hier auf jeden Fall seine zweite Supply voll machen. Wir haben das erste Panzerungs-Upgrade für den Terraner. Und da kommen die Linge rein. Wir können wirklich einmal Baneling Bass aller der vom Feinsten hier. Und da kommt er rein. Ich denke, haben kaum eine Chance gerade. Fester dabei. Laufen ein bisschen planlos rein, muss man einfach sagen. Kein Fangel aufgelegt und einfach nur gerade jetzt Kanonenfutter gewesen, aber der gute Biss dann wieder gut Schaden machen können in der Eco-Line. Nochmal jetzt hier der Go auf Worker Skill 34-9, also auf jeden Fall gut dabei. Und ich denke, der Terraner sollte auf jeden Fall versuchen, vielleicht nochmal hier einen Drop zu wagen, aber nicht in die Main-Base. Wir sehen kaum noch hier Minerals, aber auch gar keine Worker mehr. Aber hier wäre geeignet, hier in die Position ganz, ganz wichtig. Aber man sieht auch jetzt hier einfach so viele Einheiten, die Hauptproduktionsstätte ist einfach mal hier. Nines Network ist auf dem Weg und gerade jetzt scoutet hier auch der Zerg-Spieler, guckt hier, ob eine Expansion am Start ist. Aber jetzt gerade hier Produktionsstätte sieht man einfach, wie viel gerade los ist. Das Overlord Speed Upgrade, 3-3 im Schaden und Panzerung, Adrenal Glance, erste Ultralisten werden gebaut, Infester, Nines Network. So viel gerade jetzt für den Zerg-Spieler. Und der Terraner ist nur dabei, Tanks zu pushen und das Bodenpanzer-Update für die Marines rauszuhauen. Und gerade jetzt wieder erneut hier drauf, Minute Turret, ganz, ganz gut. Aber keine Chance, Tanks in guter Position, der hat einfach mal 11 Kills bereits. Und dieser hat wie viel Kills? 8 Kills. Also beide gut dabei. Wir haben Chinese Flatling hier für die Ultralisten. Und damit sind sie bald auf 5-3, wie es aussieht. Und das wäre sehr, sehr übel. Und wir haben immer noch kein Mittel von dem Spieler. Gerade jetzt hier oben die Mutterlisten in der Wirklichkeit natürlich sehr, sehr hoch. Können auf jeden Fall Probleme auch eins zu eins rausschneiden. Und das machen sie auch gerade jetzt. Gehen direkt auf den Tank. Sehr schön. Und haben auch nur einen Mutterlisten dabei verloren. Ganz, ganz wichtig dabei. Hier erneut bringen die Tanks sich in Position. Und Braddock spielt eigentlich gerade so einen typischen Terraner. Er will auf jeden Fall sich rein einigeln, will die Schildkröte raushängen lassen. Aber der Zerg ist einfach mal so greedy und so gut. Jetzt kommt sofort ein Neuroparasite in der Forschung. Und wir sehen die letzte Expansion mitgenommen. Hat hier die Logs geklärt, kann ohne Probleme jetzt auch die letzte Expansion hier nehmen. Und damit bleibt nur noch hier oben, die ohne Basis ist. Und hier unten, die ohne Basis ist. Und wie gesagt, auch jetzt hier gerade der Creep Spread, 2er Schadensupgrade und wir haben 3 Tech Labors in Auftrag, so wie es scheint. Und gerade jetzt pumpt, wie gesagt, der Spieler Braddock sehr viel, auch die Einheiten. Und das Nice Network ist down und zwar hier oben. Oh, sehr gut. Einzelne Linke kam raus, aber keine Chance. Marodeure wurden jetzt hier gebaut von Braddock. Also er hat einen Tech Switch hier gemacht. Auf jeden Fall, Nice Network ist down, damit konnte er kaum Schaden anrichten. Aber wie gesagt, er kann ja auch hinten das machen. Und da kommt das COC reingeflogen. Und versucht auf jeden Fall jetzt hier auch die nächste Expansion zu nehmen. Nimmt er auf jeden Fall seine Mainbase, will nichts mehr bauen. Neue Repair Cycle gebaut. Wir haben 2er Flyer Tank und die ersten Broodlords werden gebaut. Neues Nice Network und zwar hier. Und wenn das der Spieler Braddock sieht, wurde ihm jetzt immer noch gar nicht gefallen. SCV ist dabei, hat eine Ahnung davon, er sieht es doch. Und Braddock reagiert doch, glaube ich, gerade gar nicht. Er müsste es sehen, er hört ja auch das Geräusch von dem Network, was kommt. Und ich bin gespannt, was werden wir hier raus... Oh, Marslinge auf dem Weg in den Natural Expansion hier, laufen hier quer durch. Na, in die Main Base wollen sie. Der will versuchen, Produktionsgebäude damit zu spielen. Wir haben Road Street in Auftrag. Neue Repairs sind gerade jetzt fertig. Und der pumpt nur noch Zerglinge gerade raus. Und hier vorne wartet der Terran einfach nur auf den Push. Und jetzt gerade hier die Zerglinge, aber auch alle abgefangen. Auch ein bisschen wasted hier von dem Zerg-Spieler. Ich gucke nicht nochmal, ob Units lost gerade jetzt. Auf jeden Fall mit 6000 Minutes ganz, ganz klar im Nachteil. Und jetzt hier dabei auf jeden Fall auch den nächsten Nidus Worm zu verlieren. Gerade jetzt kommt hier der Go rein. Sehr interessant. Die ersten Ultralisten und Blutlords sind dabei. Versuchen erstmal reinzugehen. Die haben wir schon nach 5-3er. Aber die Blutlords können natürlich gut Schaden hier machen. Sehr schön ist hier auch mit der Range. Da kommen aber die ersten Vikings. Die brauchen das Spieler. Und sofort werden weitere Vikings von Braddock gebaut. Und wir haben jetzt ohne fast jede Einheit hier schon gesehen in diesem Spiel. Das haben wir nicht gesehen. Aber ansonsten haben wir so gut wie alles hier mitbekommen, was es irgendwie auch gibt in diesem Spiel. Auch bei den Terranern waren bis auf Reaper also irgendwie alles dabei. Und ist sehr, sehr krass, dass gerade hier auch über das Spielfeld rockt. Da kommt der Fangler auf die Tank. Sehr, sehr schön ist gerade. Neue Parasite gesetzt von Body. Unglaublich gut hier gemacht. Und er hat jetzt hier auf jeden Fall Chancen reinzugehen. Weitere Feste sind mit dabei. Und gerade jetzt hier werden 46 Dinge produziert. Halber, dann kommt ein Auftrag. Sehr, sehr krass gerade jetzt hier. Und das CC kann hier nicht landen hier. Und die Brutlords haben auch noch guten Schaden hier eingerichtet. Auf jeden Fall. Roadspeed wird gerade jetzt gerade. Wir haben 5 Ultralisten in Auftrag. Und die Vikings sind dabei. Grooved Spines Upgrade. Noch die Range hier in Auftrag gegeben von den Spieler Body. Neues Nidus Network. Und ich bin gespannt. Braddock hat diesmal keine Ahnung, soweit ich weiß. Hier oben, oh, sehr schön ist hier, der Link Ball rennt da rein, die Marodeure natürlich kein gutes Mittel gegen die Einheit, aber die Fell Fortress
hat so viele Kills, 44 Kills, aber die Brenn wird aber massenhaft repariert. Die Linger haben kaum Chance jetzt hier und jetzt muss er hier auf jeden Fall auch die letzten Linger kaputt machen. Aber währenddessen hier erneut der Go ist hier auf die Natural Expansion von Bradhawk und der hat auf jeden Fall gerade Probleme, was die Eco-Line betrifft. Hier vorne die Expansion unter Beschuss, diese Expansion hier unter Feuer und hier oben kann er nicht landen, ganz, ganz übel. Kann zwar jetzt in Ruhe das, die OC rüberschieben, aber hat kaum eine Chance, das einzelne Orbital Command muss sich hier verpissen. Wir haben das erste Update für die Range Unit und da kommen nochmal die Söldlinge rein. Oh meine Güte, und gerade jetzt, wie gesagt, hier ist der Spieler Woddy auf seinem Hochpunkt. Wir haben insgesamt jetzt 100 Supply mehr für den Zerg und er kann ohne Probleme schon anfangen, jetzt hier Produktionsgebäude hier aus dem Spiel zu nehmen. Und er geht sofort auf das Tech-Lab hier auch von der Factory, will auf jeden Fall weitere Tanks zu verhindern. Wir haben das Drop-Upgrade jetzt hier für die Overlords. Da kommen die Vikings und wollen auf jeden Fall in Ruhe erstmal hier den Nidus-Network klären. Hier die ersten Mutes dabei, das OC nicht in Position, aber auf jeden Fall braucht Bradhawk erstmal jede Mineralie, die er hier bekommen kann. Und dann neu ist hier der Gaufi Produktionsgebäude, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist hier auf dem Body, will auf jeden Fall die Produktion des Spielers nachher. Und meiner Ansicht nach ist er so gut wie GG, er hat kaum eine Chance, die Ultralisten kommen gerade rein, Bradhawk ist einfach 100 Verbleiben dran, da kommt das GG. Das war jetzt einfach mal kaum noch wirklich zu halten für den Terraner. Und da kann man mal sehen, wie stark der Terraner, wie stark der Zerg im Late Game auch sein kann, wenn er will. Hat auch sehr schön hier die Goldmineralien abgebaut und das Spiel war auf jeden Fall extra klasse, kann man nicht anders sagen, hat mir sehr gut gefallen und war auf jeden Fall ein klasse Spiel zwischen beiden Spielern und ich würde sagen, das war's bis dann und wir sehen uns wieder, gehabt euch wohl.